Als junges Mädel steckte man sie in eine Erziehungsanstalt. Sie riss aus. Verheiratet sein empfand sie als Zwang. Sie haute ab von ihrem Ehemann. Kunst ist was Schönes, aber sie ernährt selten den Mann bzw. die Frau. Fanny verachtete Geld gründlichst, aber es fehlte oft genug. So viele Vornamen und dazu noch Gräfin. Die Neugülzer fanden, diese Frau könnte doch auch eine Gastwirtschaft führen. Also tun wir so, als hätte sie irgendwann in der Miniaturstadt ihr Haus bezogen. Das Dachgeschoss ist für den Sohn Rolf vorgesehen und wird als erstes eingerichtet. Franziska, Gräfin zu Reventlow, lebte von 1871 bis 1918. Sie übersetzte französische Autoren und schrieb selbst allerlei. Ihr Liebesleben war ganz und gar eigene Sache, dazu recht geheimnisumwittert. Niemand erfuhr zum Beispiel je den Namen des Vaters von Rolf, dem Sohn, den sie überaus liebte. Der damaligen Kriegsbesoffenheit zum Trotz versuchte sie ihn in die Schweiz zu bringen, als er wehrpflichtig wurde. Eine liebe Frau, würden wir sie heute nennen, die das Leben liebte und achtete. Nehmen wir getrost an, was aus dieser Küche kommt, ist so denkwürdig und achtenswert wie die Frau, an die hier erinnert wird.